Ernst König und ich, wir haben nie an unserem Hochzeitstag gedacht. Es war nicht wichtig für uns, wir haben nie gedacht. Und so denke ich über einen Geburtstag. Es macht nicht sehr viel aus. Wir haben nicht das gemacht. So, I know, es gibt like this große Tage, aber I guess unser Interesse ist eine andere Sache. No? Wir haben keine Zeit dafür. Gladys Nordenstrom-Krenneck, Witwe des österreichisch-amerikanischen Komponisten und Schriftstellers Ernst Krenneck, wird 2014 90 Jahre alt. Seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 1991 setzt sie sich unermüdlich für dessen künstlerisches Werk ein und hat noch vieles vor. Aufgewachsen auf einer Farm mit 500 Hektar Land an der kanadischen Grenze, hoch im Norden im US-Bundesstaat Minnesota als fünftes von 7 Kindern, verbringt Gladys in ihrer Kindheit viel Zeit in der unberührten Natur. Ihr Vater, wie auch schon ihr Großvater, beide passionierte Geiger, geben Gladys das Interesse an Musik weiter. In der Highschool beginnt sie Trompete zu spielen. Bereits im Alter von 13 Jahren ist sie gemeinsam mit ihrer Schwester Andre Mitglied der professionellen Jazz-Dance-Band Pengal Sisters, mit der sie bei Hochzeiten und samstäglichen Partys an den Seen spielen. Unterstützt durch ihre Gesangslehrerin Ruth Leaf gegen die Widerstände ihres Vaters, setzt sie alles daran, an der Hamline University in St. Paul, Minnesota Gesang zu studieren. Dort lernt sie Ernst Krenneck kennen, der zu dieser Zeit Dekan der künstlerischen Abteilung ist. Meine Geschichte mit Ernst Krenneck war, das erste Jahr habe ich ihm gar nichts gesehen, just ab und zu, you know, auf die Corridors. Aber ich habe immer gedacht, ich würde eine große Sängerin sein, und so ich habe studiert Singen. Und das zweite Jahr musste ich studieren mit ihm, weil ich würde eine Musik-Major sein. So, if you're a music major, sie müssen Harmony und diese Sachen nehmen. So, meine erste Klasse mit ihm, wo ich eine Beispiele machen muss, ist zurückgekommen, F, schlimm. Und ich habe gedacht, ich werde nicht durch diese Klasse kommen. Und I must graduate und ich werde immer noch eine Sängerin sein. Und so, dieser Europäer, Ernst Krenneck von Austria und so on. Aber dann nach ein paar, zweite oder dritte, vierte Klasse, habe ich ein D bekommen. Ich habe angefangen, mehr zu hören und so. Und es einfach und kurz zu machen, dann habe ich ein B und A und excellent, A, excellent. Es hat mich mehr und mehr interessiert und dann habe ich Singen aufgegeben, angefangen zu rauchen, spät in Nacht zu sitzen und Musik zu schreiben. Gladys wird zu einer begeisterten Kompositionsstudentin. Die Hamline University ist Anfang der 1940er Jahre Zentrum der zeitgenössischen Musik in den USA. Dimitri Mitropoulos, Arthur Schnabel, Louis Krasner geben Konzerte und ermöglichen den Studierenden, neue Kompositionen kennenzulernen. Für Gladys werden es die aufregendsten und schönsten Jahre ihres Lebens. Neben ihrem Studium arbeitet sie als Kellnerin und im letzten Studienjahr als Sekretärin von Ernst Krenneck. Er hat auch seine Studenten gesagt, und das muss ich auch machen, wenn sie komponieren, sie sind weit von dem Klavier. Sie komponieren nichts mit den Fingern, sie kommen es mit dem Hirn. Nachher können sie es natürlich auf dem Klavier spielen, ob sie sehen, ob es wirklich, was sie im Sinn gehabt hat. Aber vorher, sie müssen unbedingt das alles aufschreiben, ohne den Klavier zu tasten. Ich habe ein Stück Theme and Variations geschrieben und das ist auch eine Geschichte. Man schreibt verschiedene Variations, aber sie sollten sehr verschieden voneinander sein. Aber ich habe sie nicht so verschieden voneinander gemacht, aber ich habe sie hochinteressant gemacht. Krenneck hat gesagt zu mir, sie sind nicht sehr verschieden, aber was die Musik, die sie hier geschrieben haben, habe ich solche Musik lange nicht gesehen. So, sie waren nicht ganz richtig, aber doch, ich habe Sachen gemacht, das hat ihn sehr interessiert. So, das war auch noch ein Stoß für mich, mehr zu verstehen und Komponisten, diese Arbeit sehr zu lieben.
Bei den Darmstädter Ferienkursen 1956 wird das Rondo für Flöte und Klavier uraufgeführt. Bei dieser Verleihung des Ehrenzeichens vom Bund wurde ihre Sonate für Flöte und Klavier aufgeführt. Und das war also unpackbar. Also nicht nur für mich, auch für alle anderen, die dort im Publikum, also kleine, erlesene Runde. Aber das ist ein unglaublich vitales Stück. Alle waren baff, sag ich mal salopp. Es ist wirklich schade, dass sie wenig komponiert hat und dass die wenigen Stücke kaum aufgeführt werden. Auch wenn das kompositorische Werk von Gladys überschaubar ist, wurde noch nicht alles uraufgeführt. Bereits seit längerem arbeitet sie an ihrer ersten Oper, auf einen Text von Ernst Krenek. Das heißt Die Nachbarn, er hat den Text geschrieben, aber er hat es nie dazu gekommen und hat es mir gesagt, ich konnte es haben, wenn ich möchte, weil er hat andere Ideen. Und ja, ich schreibe daran, aber ich komme sehr, sehr langsam vorwärts. Ich hoffe, ich lebe lang genug, nach meinem Geburtstag, dass ich werde allein gelassen, so ich könnte es einmal eines Tages fertig machen. Das wäre meine erste Oper, aber es ist eine hochinteressante Geschichte, es ist eine amerikanische Geschichte, wenig Leute und wir werden sehen, okay? Ich werde nicht versprechen. Das ist der Anfang. Cast of characters: Frank, a farmer; Martha, his wife; Bill, their son; Joshua, another farmer; Sally, his daughter; Sam, a city slicker; the surveyor; political boss; a banker; three messengers; and villagers. Takes place in the Middle West, sometime before the Civil War. Gladys komponiert auch ein Werk für Orgel und Elektronik. Ihre Auseinandersetzung mit elektronischer Musik beginnt in den 1970er Jahren, als Ernst Krenek sich in ihrem Haus ein eigenes Studio einrichtet und dafür einen Buckler-Synthesizer kauft. Ich habe alle die Technik auf der Maschine studiert und gelernt und er hat alle die Ideen. So, es war, diese Maschine heißt die Buckler-Maschine. Buckler ist von San Francisco gekommen und hat alles hierher gebracht. Und ich muss sagen, jetzt, das Ganze ist jetzt in Krems. Sie haben alle diese Maschine jetzt. Und er hat es alles zu erzählt, was er alles tun muss. Und am nächsten Tag, wenn wir sind angefangen, Klänge zu machen, gar nichts kommt. So, wir müssen von Anfang an sehr, sehr lange arbeiten und studieren daran, bevor wir die Klänge bekommen haben. Aber dann, ich habe ein großes Studium gemacht über alle diese Maschinen und habe das alles gelernt, so wir konnten ziemlich viel machen. Zurück an die Hemlan University ins Jahr 1945. Wo Ernst Krenek Gladys in Komposition unterrichtet. Das Lehrer-Schülerin-Verhältnis intensiviert sich, als Gladys ihm Radfahren, Autofahren und sogar Schwimmen beibringt. Sein Arzt hat ihm gesagt, wegen seiner Blutdruck oder sowas, er sollte mehr Sport tun. Und Sport hat er nie in seinem Leben getan. Der einzige Sport in Österreich, das er gemacht hat, war spazieren in den Bergen und das tut er gern. Er liebt die Berge. Und dann am letzten Schwimmen. Es war natürlich ein Schwimmbad in dieser Universität. Man konnte schwimmen gehen auch. Und das war schwierig. Das war wirklich, wirklich schwierig. Das Schlimmste von allem. Weil er hat die Idee, er wird wie ein Stein hinuntergehen und als
Und als junge Person hat er nichts geschwommen, wirklich nicht. So, ich habe alle die Bücher von der Bibliothek ausgenommen, um zu studieren, wie man unterrichtet in einer Person zu schwimmen. Natürlich von Minnesota, als junge, so viel, es gibt 10.000 Seen dort, so als junge man ist geworfen ins Wasser und man eigentlich schwimmt, man weiß wie sofort, wie zu schwimmen. Aber hier, das war so schwierig, aber allmählich konnte er auf seinen Rücken schwimmen. Das, so weit sind wir. Und wenn wir dieses Haus gekauft haben, haben wir ein Schwimmbad gebaut für Gesundheit, aber es geht nur bis hier. Es ist nicht sehr tief, so er hat keine Angst. Anyway, wir sind näher gekommen durch alle diese Sports. Im Jahr 1947 schließt Gladys ihr Studium an der Hamline University mit dem Master of Arts ab. Ernst Krenek hatte genug vom unfreundlichen Klima in Minnesota und auch vom Unterrichten. Daher übersiedeln sie ohne Aussicht auf eine Arbeitsmöglichkeit nach Kalifornien. Ernst Krenek ist zu dieser Zeit noch mit seiner zweiten Frau, der deutschen Schauspielerin Bertha Herrmann, verheiratet. Sie waren gemeinsam in die USA emigriert. Gleich nach seiner Scheidung heiratet Ernst Krenek Gladys im Sommer 1950. An einem Tag, er war nicht mehr verheiratet mit seiner Frau. Am nächsten Tag waren wir verheiratet und am dritten Tag, er ist nach Europa gegangen. Die 1950er Jahre sind in den USA geprägt durch die antikommunistische Verfolgungsjagd der McCarthy-Ära. Die europäischen Emigranten, so auch Ernst Krenek, sind pauschal verdächtig. Seine Komposition Pallas Athene weint nimmt direkt darauf Bezug und ist als Plädoyer für die Demokratie zu verstehen. Nach Jahren in Hollywood wird ein lang gehegter Traum wahr. Gladys und Ernst Krenek kaufen 1966 ein Haus in Palm Springs. Er liebt die Wüste, wirklich. Er war gern hier in Palm Springs. Hier war eigentlich ruhig. Vorher, Minnesota nicht, Los Angeles war immer noch zu neblig für ihn. Er hat New York nicht gern, er hat Berlin nicht gern. Er hat die Kaffeehäuser in Wien gern, das weiß ich in Detail. Aber hier, er war wirklich glücklich. Er hat gesagt, dass diese Vegetation hier in der Wüste hat sein eigenes Licht. So, ich freue mich sehr, dass er konnte diese Jahre hier von 1966 bis 1991 hier in Palm Springs leben, weil er hat es genossen. Natürlich, er hat nicht sehr viel Kontakt mit der Musikwelt, persönlich mit anderen Leuten, er war isoliert. Aber man kann nicht alles haben. Und es war immer eine Frage, sollen wir zurück nach Europa, sollen wir hier bleiben?